Ja, hallo ihr lieben Bücherwürmer, denn ich vermute mal, das seid ihr, wenn ihr dieses Video angeklickt habt. Heute soll es wieder um eine Einzelrezension gehen. Das möchte ich dieses Jahr wieder ein bisschen öfter machen, wenn mir ein Besuch besonders gut gefällt oder ich einfach besonders viel dazu zu sagen habe. Beides trifft auf dieses Buch zu. Ihr habt es schon gesehen und auch im Titel gelesen. Es geht um Erebos von Ursula Poznanski. Dieses Buch ist schon etwas älter. Das ist jetzt kein brandneuer Titel, sondern das erste Jugendbuch, glaube ich, mit dem Ursula Poznanski so richtig berühmt wurde. Sie hat auch einen Preis dafür bekommen, Jugendliteraturpreis. Ich weiß nicht genau, was für einen, aber er ist definitiv verdient. So viel kann ich schon mal vorweg sagen. Und ja, starten wir mit den harten Fakten. Das Buch ist im Löwe Verlag erschienen, wie ihr hier sehen könnt. Ist ein Paperback, also ein Taschenbuch. Hat aber ein schönes, festes Cover, was auch so ein bisschen erhaben ist. Das gefällt mir ganz gut. Und auch das Auge, das ist so strukturiert. Sieht natürlich sehr cool aus im Bücherregal. Also das Cover gefällt mir sehr gut. Ist mal auch ein bisschen was anderes. Hat so knapp 500 Seiten und ist normal geschrieben, würde ich mal sagen. Nicht besonders klein, nicht besonders groß. Und ja, dann legen wir mal los mit dem Inhalt. Achso, es kostet 10 Euro und den Link dazu findet ihr natürlich wie immer in der Infobox. Ganz wichtig vorweg, bevor ich natürlich spoilerfrei euch was zum Inhalt erzähle. Es gibt einen ganz, ganz kurzen Klappentext hier hinten. Da steht einfach nur drauf, Erebos ist ein Spiel. Es beobachtet dich, es spricht mit dir, es belohnt dich, es prüft dich, es droht dir. Erebos hat ein Ziel, es will töten. Das ist schon mal sehr spannend. Es gibt aber hier drinnen noch ein bisschen mehr Infos. Bitte, wenn ihr dieses Buch lesen wollt, lest nicht diese Innenseite. Ich habe das natürlich gemacht, weil, ja, man erwartet nicht, dass in der Innenseite so ein krasser Spoiler drin ist. Also, ich habe das Buch in der Leserunde gelesen, dazu gleich noch mehr. Wir waren uns auf jeden Fall alle einig, dass man das nicht lesen sollte, bevor man das Buch anfängt. Es ist trotzdem ein grandioses Buch, aber es hat mir tatsächlich ein bisschen was vermiest, weil ich auf etwas immer gewartet habe, was erst sehr viel später kommt und es steht einfach da vorne drin und das ist, lest es bitte nicht. Ja, ich habe euch jetzt gewarnt, wenn ihr es trotzdem tut, selbst schuld. Das Buch spielt in London an einer Schule und der Hauptcharakter ist Nick. Aus seiner Sicht ist das Buch auch die ganze Zeit geschrieben und also schon aus der Erzählerperspektive, aber wir begleiten Nick die ganze Zeit während des Buches. Und an dieser Schule geht so eine CD rum, die wird immer so unter der Hand weitergegeben, alles ganz geheim. Und Nick bekommt die auch am Anfang relativ schnell, diese CD, und darauf ist ein Spiel. Das Spiel heißt Erebos, so wie das Buch auch, und ist so eine Art, ja, Roleplay-Game, also sowas wie World of Warcraft, wo ihr einen Charakter erstellt und dann durch so eine Fantasiewelt geht. Kämpfe machen könnt, da sind Orks, Vampire und so weiter und ihr könnt Gegenstände einsammeln, könnt euch hochleveln. Also wer sowas schon mal gespielt hat, wird wissen, wie das ungefähr aufgebaut ist. So ist dieses Spiel eben auch und Nick spielt es dann. Und ja, dieses Spiel ist aber anders als andere Spiele. Denn das Spiel erteilt Aufgaben, Quests, nicht nur im Spiel, sondern auch in der Realität. Das heißt, es gibt da so einen gruseligen, geheimnisvollen Boten im Spiel, der, ja, einem Aufträge gibt, mit denen man dann im Spiel mehr erreichen kann oder überhaupt im Spiel bleiben kann. Wenn seine Kraft zum Beispiel aufgebraucht ist, dann kommt der Bote und gibt Nick Aufgaben und die sind zum Teil in der Realität. Und diese Aufgaben sind auch nicht ohne. So viel vorweg. Also das ist jetzt nichts gespoilert, das passiert relativ am Anfang und ja, dann entwickelt sich das zu etwas sehr Gefährlichem und es ist ja ein richtig tolle Geschichte und auch ganz toll geschrieben von Ursula Poznanski, also schon mal zum Schreibstil, sehr flüssig geschrieben, trotzdem nicht zu platt, wirklich, man kann das ganz toll weglesen und je mehr man liest, so ging es mir zumindest, desto mehr war ich genauso gefesselt und süchtig wie die Kinder, also dieses Spiel ist dann halt ganz geheim und wird auch weitergegeben an die anderen Kids an der Schule und keiner darf darüber reden mit den anderen, man muss es alleine spielen. Und man liest das Buch immer weiter und ich finde, es hat so eine eigene Dynamik und man liest und liest und ist genauso süchtig wie die Kinder nach dem Spiel und in jeder freien Sekunde nimmt man das Buch zur Hand und will wissen, wie es weitergeht. So ging es zumindest mir und auch einigen aus meiner Leserunde. Gelesen habe ich das Buch nämlich zusammen mit der Alice im Bücherland, der Sarah, Kali von Kalis Books und Ruth von Zwischen 1000 Zeilen. Die drei Mädels habe ich in irgendeinem Lesemonat sicherlich auch schon erwähnt. Es war so toll, sich mit denen auszutauschen. Wir haben das über WhatsApp hauptsächlich mit Sprachnachrichten gemacht, aber auch Texte geschrieben. Uns dann auch über andere Sachen ausgetauscht, aber hauptsächlich über das Buch.
Und es war so toll, ein so schönes Buch vor allen Dingen auch mit drei anderen zu lesen, die es auch sehr gut fanden. Und sich dann über die Details auszutauschen, der einzelnen Leseabschnitte, die wir uns dann selber gemacht haben. Und so zu erfahren, was deren Meinungen, Theorien sind. Wir haben dann immer hin und her überlegt. Die haben dann andere Sachen entdeckt, die mir gar nicht so aufgefallen sind oder denen ich nicht so viel Beachtung geschenkt habe. Und dadurch habe ich dieses Buch sehr, sehr intensiv gelesen, sehr intensiv wahrgenommen. Und das kann ich auch sehr empfehlen. Wenn ihr Freunde habt, die auch lesen, lest mal ein Buch zusammen oder sucht euch online Leute, die zusammen dann etwas lesen. Also das macht immer unfassbar viel Spaß und hat mir dieses Buch dadurch noch näher gebracht. Mir hat sehr gut auch gefallen, dass dieses Buch immer so aus zwei Perspektiven geschrieben wurde. Man ist auch in dem Spiel, man erlebt auch, was Nick im Spiel erlebt. Mir als so altes Gamer-Girl, also ich habe als Teenager auch sehr, sehr gerne und viel Computer gespielt, auch mal solche Spiele, ich weiß gar nicht, wie die genau hießen. Aber World of Warcraft habe ich nicht gespielt, da war ich dann irgendwie, als der Hype kam, schon ein bisschen älter. Aber als ich diese Spielszenen gelesen habe, hatte ich tatsächlich so ein bisschen Kribbeln in den Fingern und vielleicht auch mal wieder Lust, sowas zu spielen. Hätte ich Zeit dafür, beziehungsweise wäre das eine Priorität. Das Lesen ist es dann eher in meiner Freizeit. Aber das hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, beide Seiten immer zu sehen. Die Realität, Nick in der Schule, wie er mit den anderen Kids interagiert und eben dieses ganze Thema weiterverfolgt und auch das Spiel selber. Und er rätselt dann auch immer, welcher Spieler könnte welcher Schüler sein, kennt er die Person oder nicht. Und das, da ist man dann auch mit dabei am Rätseln. Ich finde auch, das Buch spricht ein ganz tolles Thema an, ein ganz wichtiges Thema. Und ich glaube auch, es gibt einige Lehrer, die dieses Buch in der Schule lesen, habe ich zumindest mitbekommen. Und ja, finde ich richtig gut, kann man auf jeden Fall machen. Zum einen habe ich das Gefühl, dass es ein spannendes Buch ist, was auch Jugendliche vielleicht zum Lesen bringen könnte, wenn die sonst nicht so gerne lesen. Und für Schulliteratur ist da super viel drin, worüber man sprechen kann mit den Schülern und Kids. Und deswegen glaube ich, ist es auch wirklich sehr gut, um es mit einer Klasse zu lesen, meiner Meinung nach. Also ich hätte es auf jeden Fall cool gefunden, wenn mein Lehrer dieses Buch mit mir gelesen hätte, mit der Klasse und eben auch so über diese Thematiken gesprochen hätte. Denn ganz spannend ist es eben auch, wie die Schüler sich durch dieses Spiel verändern, durch diese Dynamik, die da entsteht. Und es ist auch gruselig und erschreckend und man überlegt sich, könnte das wirklich passieren? Und es gibt ja diverse Experimente, die auch belegen, dass durchaus der Mensch zu gewissen Dingen fähig ist, zumindest einige, nicht alle. Es gibt natürlich auch ein paar, die dann gegen das Spiel sind und rausfinden wollen, was hat es damit auf sich, wer steckt dahinter, was ist eigentlich das Ziel, und das erfahren wir am Ende natürlich auch. Und da gleich vorweg, das Ende hat mir sehr gut gefallen. Ich hatte so ein bisschen Angst, weil mir der Rest so gut gefallen hat, dass das Ende dann mir vielleicht nicht gefällt. Das ist ja bei solchen Sachen, wo es dann eine Auflösung gibt, immer etwas kritisch. Aber nein, auch das Ende hat mich sehr überzeugt, fand ich richtig gut aufgelöst und ja, mit einer sehr guten Message. Das Buch ist dauerhaft spannend, also man kann das wirklich so weglesen und legt es ungern zur Seite, zumindest ging es mir so. Immer wenn wir dann so Leseabschnitte hatten und ich dann mal schneller fertig war, dachte ich so, ich will weiterlesen. Das spricht auf jeden Fall sehr für das Buch. Die Charaktere sind toll gezeichnet, haben mir alle gut gefallen, ob sie nun positiv oder negativ für mich sich dargestellt haben, die Entwicklung der Charaktere. Also das hat Ursula Poznanski ganz toll hinbekommen und ich habe richtig Lust, von ihr noch mehr Jugendliteratur zu lesen. Sie hat auch mit Arno Strobel ein paar Thriller oder Krimis geschrieben. Einen davon habe ich gelesen, anonym oder gehört. Fand ich sehr gut. Und da ich auch einzelne Bücher von Arno Strobel gelesen habe, die mir nicht so gut gefallen haben, glaube ich, dass der positive Part da Ursula war. Deswegen möchte ich von ihr gern noch mehr lesen. Ihr wisst, mein Sub ist groß, aber Ursula Poznanski kommt auf meine Liste der Autoren, von denen ich noch mehr erfahren möchte. Und wie ich ja eingangs schon gesagt habe, sie hat einen Preis für das Buch bekommen, für mich absolut gerechtfertigt. Ganz tolles Buch. Wer es noch nicht gelesen hat, kann ich euch empfehlen, wenn euch das jetzt so thematisch angesprochen hat. Auch wenn man erwachsen ist, kann man das auf jeden Fall lesen. Es ist kein reines Jugendbuch. Ah, hier steht es, Deutscher Jugendliteraturpreis. Also das klingt schon sehr hochrangig. Großartiges Buch. Wenn ihr das auch gelesen habt, dann schreibt mir unbedingt mal rein, wie ihr es empfunden habt. Bitte spoilerfrei, denn hier schauen vielleicht auch Leute, die das Buch noch nicht gelesen haben. Deswegen verrate ich natürlich auch nicht, wie das Ganze ausgeht. Das wäre furchtbar. Ich hasse es auch, gespoilert zu werden. Das so das Schlimmste, was man mir antun kann, wenn ich ein Buch noch nicht gelesen habe, vermiest einem das doch alles, oder? Ja,
Also, das war's mit einer Buchrezension heute und ich verlinke euch nochmal ein anderes Büchervideo, natürlich auch das Abo, wenn euch weitere Buchvideos, Reisevideos, hin und wieder mal ein Vlog und Rezepte interessieren. Beauty gibt's auch im Aufgebraucht-Video. Also ihr seht schon, auf dem Kanal ist einiges los. Falls ihr neu seid, würde mich das sehr freuen, wenn ihr abonniert. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin. Tschüss.